So, es geht weiter auf der Leiter hier bei Indiana Jones und des Rätsels, wie Indiana Jones hier eigentlich herkam. Hier ist eine Geheimtür. Ja. So, was haben wir hier Schönes? Hier unter dem Boden scheint etwas zu sein. Ein paar gut platzierte Sprengsätze und alles ist okay. Das ist eigentlich nicht die Art für einen Archäologe reden sollte. Eigentlich sollte Indy sagen, wir müssen erst Genehmigungen einholen und Vorschussgelder beantragen. Und dann können wir vielleicht mit einem großen Team überlegen, wie wir das da öffnen können, ohne irgendwas zu beschädigen. Doch, das ist nur meine Meinung. andererseits können wir auch versuchen, das Ding in die Luft zu sprengen. So, halten wir mal Ausschau nach Dingen. Damit meine ich Fische mit spitzen Zähnen. Aktuell keine gesehen? Gut. Ey. Na gut. Halten wir mal so auch schon noch. Ich habe mit spitzen Zähnen. Hier ist nichts. Doch, ein Geheimgang. Cool. Wofür ist der gut? Das weiß ich nicht. Ein Unterwasser-Aquädukt. Sieht man nicht so oft. Hier ist mal nichts. 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 Ist nicht so viel. Hier sind große Zahnräder. Ah, verstehe. Ich habe nicht zu... Tachomat. Ich habe nicht zur falschen Zeit den Knopf für die Peitsche gedrückt. Ich wurde runtergespielt. Das war's also. Okay. Schwert gegen MG. Können wir mal testen. Oh. Hi. Ich hätte gerne meinen türkischen Dolch zurück. Alles klar. Es wurde in den Kommentaren angedeutet, dass das hier ein großer Parcours sei, dieses Spiel. Ja, es kommt mir auch irgendwann langsam so vor. okay. Ich denke mal, ich muss ja einfach wieder zurück. Indy guckt sich vorher nach oben, ohne drauf zu warten, was ich an ihm sage. Ich musste gerade eine Katze abwehren. Deswegen habe ich gerade gezögert. Entschuldigung. Okay. Hier scheint alles soweit jetzt wieder BG und schwimmbar zu sein. Das heißt, wir können noch einmal versuchen, uns mit Le Peitsche rüber zu hangeln. Kommt mir wieder raus. Da. Könnte auch nochmal da hinten gucken, was da ist. Nö. Ich geh erstmal oben lang. Hier ist auch noch was. Ist was hinter diesem Wasserfall? Es ist verpflichtend, eigentlich hinter Wasserfällen was zu packen. Wieder mal kamen die Entwickler dieser Pflicht nicht nach. Na toll. Oh, was war das denn? Du sollst keine lustigen Ausfallschritte machen. Du solltest rübergehen. Gut. Jetzt habe ich auch das Symbol für die Peitsche. Okay. Peitsche. Gut. Geh mal innen lang. Keine Lust jetzt irgendwie durchzubrechen. Ja, okay. Das Spiel sieht es anders. Indy auch. Indy, überlass mir das Steuern bitte mal.
Das wäre sehr liebenswürdig von dir. Ich sehe hier gerade keinen Ansatzpunkt, wie ich rüberkomme. Warum gibt es dann eine Möglichkeit, das zu tun? Ich muss wahrscheinlich einfach so tauchen, ne? Klar, aber... Oh! Eine Möglichkeit. Ich wollte eigentlich versuchen, gegen die Hand zu peitschen. Vielleicht, dass sie abfällt, aber nein. Er schwingt sich rüber. Ist auch in Ordnung. Habe ich eigentlich noch Sprengsätze dabei? Nein, eine Granate. Die zählt für mich zwar auch als Sprengsatz, aber... Ja, da hat er ein bisschen Probleme am Hintern. Chlamydien. Nein. Gut, suchen wir ein paar freundliche Säbelmenschen. Fühlt euch tot. Ja. Muni-Nachschub, dankeschön. Und hier war auch Sprengstoff. Indy sucht ihn noch sehr aufmerksam. Er schnüffelt ihn geradezu Indy. Ist keine Strömung, du spinnst einfach nur rum. Ich habe entschieden, dass da keine Strömung ist, also halte ich dich an meine Entscheidung. Bin auch ich der Spieler. Okay, wir schwimmen zurück und suchen Luft, weil sonst darf ich alles nochmal machen. Möchte ich aktuell nicht. Guck mal, was hier ist. Nichts. Okay, wir haben Sprengstoff. Das heißt, wir kleben dem den guten Poseidon mal die Backe. Hier gibt es keinen schnellen Aufweg, nicht wahr? Aus irgendeinem Grund möchte Indy den Sprengstoff wahrscheinlich an Poseidon platzieren und nicht direkt am Ding, was gesprengt werden sollte. Oh cool. Muni. Brauche ich. Oder kann ich das vielleicht doch tun? Nein. Und nochmal da hoch. Zielen. Hoffen. Springen. So, mein großer. Halt bitte mal die Damenwinde zurück. Ja. Okay, das war Teil 1. Wohin mit Teil 2? Vielleicht irgendwo oben, weil ich kann da ja hoch scheinbar. Kann mir bitte einer eine Kommentare schreiben, wo das ist? Kann ich dann noch einen anbauen? Höchstwahrscheinlich nein. Vielleicht kann ich mich irgendwo festpeitschen und mich hochziehen. Falle! Ich meine... Ein guter Mann. Bitte stürzen Sie herab. Oh, auch schön. Gar nicht gesehen. Gibt es einen schnellen Weg zurück? Das wäre sehr angenehm. Okay, nochmal schwimmen, wie es aussieht. Alle! Ich wollte gerade sagen, das sieht ein bisschen falsch aus, aber es ist genau das, was es sein sollte. Ja. Alles da. So erkennt man Götter. Kann ich seine Beine sprengen? Kann seine Beine sprengen? Warte mal ab dafür. Bumm.
Das klingt gerade schon Furz. Muss ein Gott sein. Ich sprenge seinen Hintern. Er bleibt stehen. Ich sprenge seine Füße. Er bleibt stehen. Jetzt muss ich ihm nur einen kleinen Schubs geben. Und das kriegen wir eventuell hin. Peitsche Rino. Und... Abtauchen. Okay, ja, hallo, Herr Kraken. Ja, schub erstmal im Kreis, Indy, hör nicht auf mich. Ich tue gerade nichts. Indy, es wäre fantastisch, wenn du mich hören würdest. Weil es ist gerade echt gefährlich. Ja. Und sehen müsste ich auch. Ich tue nichts außer mich festzuhalten. Gut zu wissen. Hier lagen irgendwo. Wille. Die Musik ist übrigens super. Er macht den großen Plüsterich. In die hoch. Da sind Pfeile. Okay. Nicht zu nahe kommen. Das bringt gar nichts aus der Entfernung, okay. Ich muss näher ran. Sollte klar sein, was er tun ist. Auf die rötlichen Rötlichkeiten schießen. Ist es groß und rötlich, wirkt es für ihn tödlich. Aber auch keine Möglichkeit, gerade nachzusehen. Indy hoch. Reagiere bitte auf meine Eingaben. Bei dem Bosskampf. Danke. Macht er noch immer nicht. Es ist, glaube ich. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich die hochgedrehte Auflösung. Weil die. Und Auflösung des Spiels ist irgendwie 640x480. Ich habe aber per Mod die Auflösung auf 4K gestellt und deswegen passt die Steuerung nicht mit dem, was ich hier mache. Ich habe da was am Hintern. Na, alles klar hier, Herr Doktor? Ich steuere gerade gar nicht, ne? Wollte ich schon mal sagen. Jetzt steuere ich wieder. Jetzt könnte ich steuern, aber die Steuerung bekämpft mich jetzt. Okay. Das ist das schlechteste Game Design, was ich je gesehen habe. Das ist die schlechteste Programmierung überhaupt. Also schwimmen wir da mal kurz ran. Weichen hier aus. Er bekämpft mich mit seiner... Wo geht's hier lang weiter? Da könnte was sein. Ich bin nicht sicher. Er verzieht sich kurz. Okay, ich habe irgendwas getroffen. Etwa
etwas Zeit sehe ich Pfeile. Da lagen noch welche, die ich eingesammelt habe. Ich weiß gar nicht, was passiert. Ich hoffe, alles irgendwie zu bestehen, ohne es nochmal machen zu müssen. Da kommen wieder seine kleinen Guppies. Quallen. Ich schwimme ihn kurz weg. Ja, da komme ich hoch. Was macht denn ihr Lüne? Sprengstoff. Um auf bestimmte Körperteile des Kraken zu was? Nur nicht mich selbst in die Luft springen. Hä? 500 von 0? Heißt denn das? Lass mich raten, ich soll ihn gar nicht groß bekämpfen. Ich soll die Dinge auf ihn raufstürzen lassen. Ist eine Möglichkeit. Warte mal. Ist nur gerade ein steuerungstechnisches Problem. Ja, mach dein Ding. Ja, ist okay. Habe ich was gemacht? Ich habe keinen Plan, was gerade passiert. Das ist ein sehr schlechter Bossfight. Der andere war zu einfach und der hier macht einfach keinen Sinn. Ist groß und böse, jetzt geh weg. Kenner des Spiels wird sagen, aber musst du einfach nur bla bla bla. Ja, vielleicht. Weiß ich aber nicht. Denn ich spiele blind. Ah, 500 Pfeile, warum auch nicht? Nur noch der Herr Jones, mit mir zusammenarbeiten. Und guck mal, ich habe mich gerade von 500 auf 300 Pfeile verschlechtert. Quallen, lasst mich los! Ja, ist lustig. Ihr seid tolle. Spieldesign technisch toll gemacht. Jetzt weg. Das war wie so ein feuchter Furz einfach nur. Jetzt gehen wir kurz hoch. Atmen. Nur nicht mich selbst in die Luft springen. Ist eine Idee. Ja, geht weg! Ich kann nicht Gegner töten, wenn ihr hier nervt. Ganz toll. Und jetzt lass mich nochmal hoch. Oh Mann. Ich kann gerade komplett nichts machen. Ich werde einfach nur rumgewirbelt. Ah, der Dolch scheint irgendwas zu helfen. Ihn dreht sich im Kreis ohne meine Anweisung. Gesagt, ich weiß nicht, welches Spiel besser ist. Turm von Babel oder das hier? Turm von Babel. Es sind vier Säulen, die ich machen muss, ne?
Die dummen Quallen haben mich genau dahin geschubst, wo ich hin musste. Gib Gas! Nein. Hey. Warum wollen die Leute eigentlich... jetzt sehen Leute sich Horrorspiele oder sowas angucken auf Twitch und schauen, ob sie Leute aufregen oder frustriert werden oder sich in die Hose scheißen. Das hier ist Horror. Das sind Dinge, wie sie nicht sein sollten. Halt dich nicht fest, aber doch, geh hoch. Kommt die neue Quallenbrigade raus. Dolch. Hier. Da kannst du hochgehen. Oh Mann. Oh Mann. Habe ich jetzt wenigstens einen Kühlschrank gewonnen oder sowas? Ich nenne die Folge, glaube ich, der Krampfkraken oder sowas. So, dann holen wir uns mal unsere vollkommen verdiente Belohnung an. Was ist das denn da oben? Ah, Mann. Oh, bin ich gerade erleichtert. Der Stein da oben kannst du immer noch nicht fassen. So, die Früchte unserer Arbeit. Von uns meine ich mich. Das Auge zuckt irgendwie, ne? Das war sehr beeindruckend, Dr. Jones. Schluss damit, Schätzchen. Ich habe, was Sie wollten. Und jetzt sagen Sie mir, was hier los ist. Warum haben Sie und Kai mir die Deutschen verschwiegen? Der Mann, den Sie als Marschall Kai kennen, ist nicht der, für den Sie ihn halten. Kai Ti-Chang ist nicht nur ein normaler Offizier, sondern auch der Anführer der Schwarzen Drachen, einer der mächtigsten Triaden Chinas. Er macht mit den Deutschen gemeinsame Sache, um das Herz des Drachens zu finden. Dann sind Sie vermutlich auch nicht seine Sekretärin. Ich unterstütze die chinesische Regierung bei der Überwachung der Schwarzen Drachen. Ursprünglich wollte ich selbst verhindern, dass Kai das Herz findet. Aber dann haben Sie alles noch komplizierter gemacht. Wie das? Als Sie den ersten Teil des Spiegels gefunden haben, witterte Kai seine Chance. Er will die Deutschen übergehen und das Herz selbst behalten. Er ist so verrückt wie die Deutschen. Und genau deswegen müssen wir das Herz vor Kai oder den Deutschen aus der Grabkammer holen. Warum sollte ich Ihnen trauen? Erstens hätte ich Sie problemlos den Deutschen überlassen können. Und zweitens... brauche ich nichts von Ihnen. Gutes Argument. Also, wie sieht Ihr Plan aus? Folgendermaßen. Wir fliegen nach Hongkong. Dort treffen wir uns mit einem Schmuggler, der uns zu Kais Festung bringt. Hört sich gut an. Gehen wir. Machen wir es so. In der nächsten Folge. Oh oh.